Servus, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kleinti-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute mit einem neuen Video. Wir fangen heute an. Ich bin gerade heimgekommen, ich war gerade noch in der Arbeit, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt filme ich mal wieder ein paar Videos. Als allererstes gehen wir mal zu den Schafen und gucken wir mal rein zu denen, was es so Neues gibt, ob es was Neues gibt. Die Fläche, wo die Schafe da drauf sind, die wächst jetzt auch wieder. Die war die ganze Zeit nicht begrünt, gell, ja, meine Lieben. Ja, gell, Rambo. Ja, die haben jetzt auch wieder langsam, wie ihr seht, hier wächst jetzt wieder schön die grünen Flächen. Das sieht man vielleicht auf der Kamera nicht so gut, aber die Flächen wachsen wieder so, dass die Schafe wieder gut fressen können. So sieht's aus, gell, Rambo? Rambo, komm her. Ja, ihr zwei, gell? Rambo, mein Großer. Und Bambino, was ist los, hm? Ja, ihr. Lass mal gucken, habt ihr alles? Weh, du boxt mich, dann gibt's aber Ärger, mein Freundchen. Freunde, liebe. Ab. So, gehst du weiter? Freunde, liebe, so. Ja, warum schüttelt ihr euch noch, mein Rambo? Wehe, du wolltest schon wieder zum Unboxen kommen, gell? Freund, ja, ihr habt's echt schön. Schauen wir jetzt mal rauf zu den Hühnern. Es werden in den folgenden Tagen auch Gartenrundgänge folgen, also ich werde in Zukunft auch wieder Hofrundgang drehen und alles Mögliche. Und ja, und es kommt halt dann alles. Und ja, wie gesagt, es wird alles jetzt folgen. Jetzt, wo das Frühling kommt, werden auch wieder Gartenrundgänge und Hofrundgänge kommen. Und ihr seid so niedlich. Normalerweise sind unsere Schafe hier auf der Fläche. Aber es ist jetzt so, der Zaun will ich jetzt nicht schon wieder versetzen. Und weil es heute regnet, also jetzt gerade nicht, aber weil es sonst immer regnet, haben wir den auch an einen Hänger besorgt. Den Hänger habe ich von einem guten Freund bekommen. Also, das heißt, ein guter Freund, das war vom Schäfer. Und der und ich, wir verstehen uns halt gut. Und deswegen haben wir jetzt hier das da. Jetzt lassen wir jetzt allernächstes dann die Hühner und Enten raus. Denn ich lasse die immer ein wenig später raus. Nicht gleich in der Früh, weil ich da auch nie da bin. Aber immer, wenn ich dann daheim bin, bam, lasse ich die Tiere raus. Da nehme ich euch jetzt natürlich mit. Kommt da mal mit. Dann lassen wir mal gleich die Tiere raus. So einfach. Jetzt müssen wir erstmal schnell zu die Enten und zu die Hühner. Ja, dann geht's los. Als allererstes, als allererstes gehen wir hier rein. Und dann schauen wir mal so. Achtung. Jetzt müssen wir nämlich das so machen, dass wir, hier ist ja die Düre noch nicht ganz fertig. Also die Düre habe ich hier noch nicht ganz fertig. Und deswegen, jetzt lassen wir erstmal die Enten raus. Unsere Laufenten. Hallo, meine Hübschen. Hallo. Hallo, meine Hübschen. Hallöchen. Wie geht's euch? Ja, habt ihr Eier gelegt? Wartet mal. Habt ihr irgendwo Eier? Na, da habt ihr aber keine Eier drin. Na ja, hopp, geht's raus. Gut, dann machen wir jetzt euch hier zu. Wir haben bei den Enten hier eine Konstruktion gebaut, damit meine Tiere dann, damit sie hier hinten mal nicht hingehen, weil da hinten soll ja schon mal das Grün wachsen, weil meine Tiere brauchen jetzt mal wieder Wiesenflächen und das ist ja alles nur kahler Acker und damit da schon mal schön das Gras wachsen kann, haben wir hier auch abgetrennt, wie gesagt. Ja, ansonsten geht's meinen Tieren gut. Wir lassen jetzt dann auch die Hühner raus, ganz wichtig. Sehr wichtig sogar. Lassen wir mal schnell die Hühner raus. Und dann schauen wir mal. Ja. Super. Geht klar. Super. Super. Na, meine Hübschen. Quack, Laufis. Ja, das ist jetzt nur so ein kleiner
Rundumblick, weil ich länger kein Video mehr gemacht habe. Bei den Hühnern wächst ganz, ganz langsam das Grün. Aber dafür treibt unser Flieder langsam wieder aus, unser Schmetterlingsflieder. Wie ihr seht, die Knospen kommen da ganz langsam. Und das ist sehr schön, weil das heißt auch, dass Frühling kommt und alles. Oh, die Regentonne ist ja voll. Passt, kann man schön wieder gießen. Wir haben auch Pfosten geholt, weil wir wollen jetzt hier irgendwo ein großes Freigehege für unsere Tiere bauen, für unsere Hasen. Ich weiß ja noch nicht wo und wie. Auf jeden Fall wollen wir ein Freigehege bauen und wir haben uns jetzt schon mal was besorgt. Dann nehme ich euch mal mit. Hier, wir haben hier zum Beispiel Draht für Kaninchenfreigehege, das sind 10 Meter. Und dann haben wir hier 4 Pfosten und da kommen noch Einschlaghülsen und da kommen noch Pfosten dazu und dann wird daraus ein Freigehege für die Kanickel gebaut. Ja, meine Kanickel haben die Wasser, warte mal. Ja, der hat auch. Jetzt lassen wir dann die Hühner raus, weil, naja, die gehören raus. Die gehören raus. Naus können die gehören raus. Vorsicht, ich komme zu euch. Vorsicht. Hallo, Arokanerchen. Hallo, meine Hübsche. Ich liebe dich immer noch so. Bist so eine Hübsche. Und da ist die Weiße. Hoppala. Die Weiße ist aber ganz schön extrem hübsch. Die Weiße ist aber sehr eine Hübsche. Hey, Vorsicht. Vorsicht, super. Ja, gut. Halt, Weißerle. Das ist die Hübsche. Wenn ihr das seht. Machen wir hier mal schnell die Klappe nochmal zu, Ring. So. Machen wir mal ein Licht. Dann gucken wir mal wegen dem Wasser, ob wir den Hühnern, welche Trinkglocke ich den Hühnern eher geben würde. Soll ich die dran lassen oder die dran machen? Ich überlege gerade. Puh. Gar nicht so einfach. Naja. Futter haben sie ja alles. Hier sind. Die haben ja jetzt auch Futter und alles Mögliche und so. Das heißt also, Hühnerleiter kommt wieder darüber. Hier kommt die Hühnerleiter hin. Diese Hühnerleiter kommt auch wieder dazu. Wartet kurz. So, dann lagere ich hier die Hühnerleitern. Hier habe ich was zum Hühnerstall ausmisten. Das tue ich da so her. Den Bottich auch, wenn wir mal die Tiere ausmisten müssen. Dazu wieder. Gut. Und ja, dann geht's jetzt weiter. Ja. Aus diesem Stall weiß ich noch nicht, was wir da machen. Hinten wollen wir vielleicht, da wollen wir vielleicht mal zumauern mit einer Düre in der Mitte. Sind uns aber noch nicht sicher, was wir dann daraus machen hier. Ja, oh, es fängt an zu regnen. Scheiße. Egal. Wie ich immer sage, ganz egal, ganz egal. Wir haben jetzt auch die Terrasse fertig und alles. Und ja, es regnet aber jetzt. Das Scheiße, ich wollte euch ja heute eigentlich einen guten Block machen. Egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch bei den Hühnern die Voliere auf, damit die dann raus können. Buddy, Buddy.